Volle Konzentration für Team Baden. Eine Woche vor dem großen Handballereignis in der Region hat sich die badische Auswahl der weiblichen Jugend 97 und jünger heute noch einmal im Olympiastützpunkt Heidelberg versammelt, um den letzten Feinschliff vor der Endrunde des deutschen Länderpokals 2013 zu bekommen. Natürlich, wir haben uns jetzt 4 Jahre lang darauf vorbereitet, das zu erreichen. Und dann merkt man schon, wie die Spannung steigt, seit Januar oder so, seit der Vorrunde halt. Und wie das Training dann auch immer intensiver geworden ist. Ja, klar ist der Druck da, aber der Druck wird dann eher in positiver Druck umgewandelt, den wir dann nutzen, um den nochmal in unsere Stärke einzubringen. Also die Vorfreude ist riesengroß und ich hoffe auch wirklich, und da kann ich nochmal einen Appell starten, dass sehr, sehr viele Leute kommen, weil die Mädels es einfach verdient haben. Ja, die haben wirklich gearbeitet, geackert wie die Verrückten und haben da trainiert und haben jetzt auch gesagt, okay, sie wollen das jetzt auch vor heimiger Kulisse haben. Wir haben ja vorher mit ihnen gesprochen, ob sie das möchte oder nicht. Ja, und sie waren ganz heiß da drauf und ich hoffe, dass die Halle proppevoll wird in Wiesloch. Und was Schöneres kann es für uns Trainer, auch für die Spielerinnen nicht geben, wenn sie da nach vorne gepeitscht werde. Und das sind vielleicht auch die 10-15%, die bei engen Spielen uns dann noch einmal nach vorne bringen können. Den kompletten Vorbericht gibt's ab morgen Abend auf LigaWeb TV.